Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 45, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend Lehrplan für Sexualerziehung, ist zeitgemäß und ein wichtiger Baustein für Akzeptanz und Vielfalt in Hessen, Drucksache 19/3886. Gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 46, den ich jetzt aufrufe und den wir noch entscheiden müssen, auf die Tagesordnung kommt, der Dringlichkeitsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Lehrplan Sexualerziehung, Drucksache 19/3888. Erste Frage: Wird die Dringlichkeit des zweiten von mir vorgelesenen Antrags bejaht? Das ist der Fall. Damit ist auf der Tagesordnung damit mit aufgerufen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Degen für die SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Noch ist nicht Feierabend. Ich bedanke mich, dass wir diesen Top noch aufrufen können. Denn uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es wichtig, auch am Ende dieses Plenums noch einmal die Landesregierung ausdrücklich zu loben. Meine Damen und Herren. Hören Sie doch einmal zu, Herr Bellino. Ich will Sie doch einfach einmal loben. Ist doch schön, dass auch die CDU im Jahr 2016 angekommen ist. So, Spaß beiseite, meine Damen und Herren. Ich meine das ganz ernst. Ich finde das sehr gut, wie die Landesregierung und vor allem der Kultusminister den neuen Lehrplan Sexualerziehung gestaltet haben. Der ist auf der Höhe der Zeit, der ist zeitgemäß. Und in diesem Sinne wollen wir Ihnen auch, Herr Kultusminister, gerade auch im Rahmen der aktuellen Auseinandersetzungen, auch im Hinblick auf den 30.10. noch einmal den Rücken stärken. Denn, meine Damen und Herren, der neue Lehrplan für Sexualerziehung hat zum Ziel, ein offenes, diskriminierungsfreies und wertschätzendes Verständnis für die Verschiedenheit und Vielfalt der partnerschaftlichen Beziehungen, sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten unserer Gesellschaft zu vermitteln, meine Damen und Herren. Der Lehrplan stellt klar, dass die Sexualerziehung gesellschaftliche Realitäten berücksichtigt und wertgebunden sein soll, meine Damen und Herren, und nimmt damit einfach, er reagiert damit auf die gesellschaftliche Realität. Sie wissen, nach Schätzungen sind etwa 5% der Bevölkerung schwul, lesbisch, trans oder intersexuell. Und leider ist noch immer Mobbing, Ausgrenzung, Diskriminierung, Beschimpfung nicht nur auf Schulhöfen alltäglich, auch in anderen Lebenssituationen, meine Damen und Herren. Deswegen ist der Lehrplan ein wichtiger Beitrag zum Abbau von Ängsten vor dem Anderssein, ein wichtiger Beitrag zum friedlichen Miteinander aller Menschen, meine Damen und Herren. Ich will ausdrücklich hervorheben, und auch das meine ich sehr ernst, Herr Kultusminister, ich will ausdrücklich hervorheben, dass wir es richtig finden, dass Sie trotz mancher Debatten darauf Wert gelegt haben, darauf bestanden haben, dass es um Akzeptanz geht, um Akzeptanz eben dieser Lebenseinstellungen, dieser Lebensorientierungen und eben nicht bloß um die Toleranz, meine Damen und Herren, nicht bloß um das Dulden. Ich sage Ihnen selbst persönlich, ich möchte nicht geduldet werden, ich möchte akzeptiert werden. Und diesem Anspruch nimmt auch der, wird auch der Lehrplan trägt der Rechnung, meine Damen und Herren. Alle Menschen sind verschieden. Das ist auch gut so. Nur leider sehen das nicht alle Menschen so. Zum Teil hat gerade in den letzten Wochen sich eine Bewegung formiert, die eben in Bezug auf den Lehrplan von Frühsexualisierung spricht, vom Erlernen von Sexualpraktiken, obwohl es darum überhaupt nicht geht, meine Damen und Herren. Da geht es darum, Ängste zu schüren, was diese Menschen hier probieren, und gar von Indoktrination ist dabei die Rede. Ich habe auf dem entsprechenden Beitrag auf hessenschau.de einen sehr schönen Beitrag eines Vaters gefunden, der sagt, die Indoktrination, die ist nicht das Aufklären, sondern das Verschweigen und das Verbieten wollen, meine Damen und Herren. Da hat er vollkommen recht. Aber das sogenannte Aktionsbündnis für Ehe und Familie lässt nicht los. Es hat für eine Demo hier in Wiesbaden aufgerufen am 30.10., um eben gegen diesen neuen Lehrplan Front zu machen, um Stimmung zu machen, meine Damen und Herren. Aber auch dagegen und für den neuen Lehrplan formiert sich glücklicherweise eine Bewegung. Und das Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt gegen Diskriminierung und Ausgrenzung ruft entsprechend zur Gegendemo am 30.10. auf, um eben zu zeigen, dass die breite Mehrheit der Gesellschaft über viele Partei- und Organisationsgrenzen hinweg ein friedliches Miteinander in Akzeptanz und Vielfalt lebt und befürwortet, meine Damen und Herren.
Ich muss zugeben, ich hatte in meinem ursprünglichen Redetext eigentlich stehen, dass ich davon ausgehe, dass wir das alle auch so sehen und alle unterstützen. Mit dem jetzt vorgelegten Antrag noch von CDU und GRÜNEN habe ich das durchgestrichen. Es sieht so aus, als ob Sie dieses Bündnis nicht unterstützen wollen, meine Damen und Herren. Das finde ich sehr bedauerlich. Denn ich glaube, gerade jetzt liegt es an diesem Haus, am Parlament zu zeigen, dass dieser Lehrplan nicht bloß Worte sind, dass dieser Lehrplan mehr wert ist als das Papier, auf dem er gedruckt ist, meine Damen und Herren, dass wir jetzt Gesicht zeigen müssen, und das konkret eben, indem wir hier dieses Bündnis auch unterstützen, meine Damen und Herren. Vorhin war die Rede von Glaubwürdigkeit. Ich glaube, es geht um Glaubwürdigkeit, wie ernst Sie es mit diesem Lehrplan wirklich meinen, meine Damen und Herren, und darum, hier nicht kleinkariert aus Ideologiegründen etwas abzulehnen, nur weil die Menschen, die da mitmachen, vielleicht einem nicht gefallen, sondern hier muss dieses Bündnis einfach unterstützt werden. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss kommen. Alles andere als gerade dem letzten Punkt zu widersprechen, wäre falsch, wäre ein vollkommen falsches Signal. Auch wenn in dem schwarz-grünen Antrag nichts Falsches steht, Sie haben ja viele Punkte aufgenommen, dennoch glaube ich, müssen wir Gesicht zeigen, müssen wir ganz konkret Flagge zeigen und zur Beteiligung an der Gegendemo am 30.10. für Vielfalt aufrufen und das Bündnis unterstützen, meine Damen und Herren. In diesem Sinne hoffe ich auf Ihre Unterstützung. Jetzt geht es wieder. Das Herr Kollege Wagner für Bündnis 90 Die Grünen, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Degen, herzlichen Dank für das Lob für den Lehrplan Sexualerziehung, den die Landesregierung nach den Sommerferien in Kraft gesetzt hat. Dieser Lehrplan ist ein weiteres Element der Politik dieser Landesregierung, die sich einsetzt für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität frei von Anfeindungen leben kann, sich nicht benachteiligt fühlen muss und die Erfahrung macht, er ist genau so in Ordnung, wie er oder wie sie ist, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir die Antidiskriminierungsstelle auf den Weg gebracht. Deshalb arbeiten wir an einem umfangreichen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt. Aber deshalb war es auch richtig und wichtig, den Lehrplan Sexualerziehung zu überarbeiten. Denn er war aus dem Jahr 2007. Da war auch schon einiges überholt. Aber 2016 war es endlich Zeit. Der kanadische Premier hat ja gesagt, auf die Frage, warum er sich für Vielfalt und für Gleichberechtigung einsetzt, weil es 2016 ist. Und weil es 2016 ist, brauchte es auch eine Überarbeitung dieses Lehrplans, meine Damen und Herren. Denn gerade in Schulen findet teilweise noch Diskriminierung statt. Auf Schulhöfen ist schwule Sau oft noch ein Schimpfwort. Wir wissen aus der Forschung, dass es gerade homosexuelle Schülerinnen und Schüler sind, die überproportional Selbstmord begehen, weil sie eben ihren Platz in der Gesellschaft nicht finden, weil sie sich nicht angenommen fühlen. Und das muss uns alle doch zum Handeln verpflichten, dass auch diese Schülerinnen und Schüler sagen können und erleben können und stolz sagen können, es ist gut so, wie ich bin, meine Damen und Herren. Und jetzt gibt es ja einige, Herr Kollege Degen hat das angesprochen, die etwas merkwürdige bis wirre Debatten führen und Fragen stellen, wie sich denn heterosexuelle Schülerinnen und Schüler fühlen, wenn sie im Schulunterricht damit konfrontiert werden, dass es Schwule, dass es Lesben, dass es Bisexuelle, dass es Transsexuelle, dass es Intersexuelle gibt. Meine Damen und Herren, ich frage einmal zurück. Wie haben sich denn bislang in unseren Schulen die Schülerinnen und Schüler gefühlt, die in der Pubertät gemerkt haben, ich bin schwul oder ich bin lesbisch, aber meine Orientierung, mein Leben kommt in der Schule gar nicht vor, meine Damen und Herren? Wie haben sich denn die Schülerinnen und Schüler gefühlt? Wie hat sich die Tochter einer lesbischen Mutter gefühlt,
Wenn das Lebensmodell, was 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Ihre Realität war, in der Schule im Unterricht gar nicht vorkam. Und ich füge hinzu, wie haben sich denn die heterosexuellen Schülerinnen und Schüler gefühlt, für die es in ihrem familiären Umfeld völlig normal ist, Schwule und Lesben zu haben, mit ihnen befreundet zu sein, mit ihnen zusammen zu sein, wenn diese Lebenswirklichkeit des Jahres 2016 in unseren Schulen gar nicht vorkam, meine Damen und Herren. Und deshalb geht es auch um Akzeptanz und nicht um Toleranz. Es geht nicht darum, an unseren Schulen zu vermitteln, dass schwule und lesbische Schülerinnen und Schüler toleriert, also ertragen werden, sondern es geht darum, dass alle Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität, die Erfahrung machen, ich bin gewollt, ich habe einen Platz in dieser Gesellschaft, und ich bin genauso richtig, wie ich bin, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass jede Schülerin, jeder Schüler sagen kann, ich bin stolz darauf, was ich bin und wie ich bin. Und deshalb sind wir GRÜNE stolz darauf, dass genau diese Philosophie jetzt Gegenstand des Lehrplans ist. Und deshalb nehmen wir auch stolz an der Demonstration für diesen Lehrplan teil und sind, nehmen wir an der Demonstration teil und sind Teil des Bündnisses für diesen Lehrplan, das am 30. Oktober demonstrieren wird, weil wir wollen ein Zeichen für diesen Lehrplan, für Akzeptanz und für Vielfalt setzen, meine Damen und Herren. Das war es, was in der Sache zu dem Thema zu sagen ist. Alles andere sind die Spielchen des Parlamentarismus. Opposition macht Anträge, Regierung macht Anträge. Wir wissen alle, wann man wie zustimmt. In der Sache sind wir uns hoffentlich alle einig in diesem Haus, dass wir für Akzeptanz und für Vielfalt stehen und dass jede Schülerin und jeder Schüler so in Ordnung ist, wie er ist, meine Damen und Herren. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Dr. Bilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt führen wir am Donnerstag doch noch einmal eine kulturpolitische Debatte. Ich muss Sie aber leider enttäuschen, wenn Sie gehofft hätten, dass dann Barbara Cárdenas eine allerletzte Rede hält. Sie müssen jetzt leider mit mir Vorlieb nehmen. Zwei Bemerkungen zu Ihnen, Herr Wagner, wenn Sie mir kurz Aufmerksamkeit schenken. Erste Bemerkung. Man kann dieses Spielchen auch bleiben lassen. Man kann auch einem Antrag der SPD einfach zustimmen. Wir werden das nachher tun. Zweite Bemerkung, das ist so ein bisschen persönlicher. Ich konnte mit 15 nicht von mir sagen, es ist so okay, wie ich bin. Das hatte, glaube ich, nichts mit der sexuellen Identität zu tun. Ich glaube, das ist mit 15 sowieso ein schwieriges Alter. Deswegen sollten wir alles tun, damit es leichter wird. Da sind wir dann ganz bei Ihnen. Deswegen nur zwei kurze Punkte zu diesen Tagesordnungspunkten. Erstens. Es geht um die Anerkennung gesellschaftlicher und individueller Realität im Lehrplan, um nicht mehr und nicht weniger. Es geht darum, wie Kinder möglichst viel über unsere Realität lernen, um sich sowohl in ihr zurechtzufinden, als auch sich in ihr entfalten zu können. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Frage sexueller Identitäten und ihrer Akzeptanz. Darüber zu diskutieren, auch wie es in die Schule gehört, macht Sinn. Und da ist vielleicht auf der Seite des Kultusministeriums auch noch Luft nach oben. Aber die Diskussion darüber ist etwas ganz anderes, und das ist die zweite kurze Bemerkung, die ich machen will, als etwas ganz anderes als diese Demo der Ewiggestrigen, die uns hier in Wiesbaden droht.
Wir haben doch in Baden-Württemberg gesehen, was sich dort zusammenrottet. Wenn sich AfD, Piet Kong und klerikale Faschisten zusammentun, propagieren sie eine frauenfeindliche Ideologie, ein antiquiertes Bild des Zusammenlebens, den Rollback in den Mief der 50er Jahre. Wenn Islamhetzer und Antiflüchtlingspropaganda dazukommen, dann müssen alle Antifaschistinnen und Antifaschisten dagegen zusammenstehen. Von daher unterstützen wir den SPD-Antrag, hoffen aber auch, dass viele SPD-Mitglieder den auch noch den Weg zu dem Protest gegen die rechte Demo finden. Ich bedanke mich. Das Wort hat Herr Abg. Schwarz für die CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Mit Erstaunen haben wir heute zur Kenntnis genommen, dass die SPD den Dringlichen Entschließungsantrag zum Lehrplan zur Sexualerziehung auf die Tagesordnung gebracht hat. Dieser Lehrplan wurde bereits Ende der Sommerferien in Kraft gesetzt. Dass die SPD aber erst heute, direkt vor den Herbstferien, dieses Thema entdeckt, zeigt ein Stück weit, wie weit Sie von den Schulen entfernt sind. Sie hätten jede Menge Gelegenheiten gehabt, im Septemberplenum, im Kulturpolitischen Ausschuss, aber genauso gut auch bei der gestrigen Debatte zum Schulgesetz über das Thema zu sprechen. Das haben Sie nicht getan. Dass Sie jetzt zu diesem Punkt noch mit einem Drittel der Fraktion ungefähr da sind, nehmen wir jetzt zur Kenntnis. Ich kann mir das nicht anders erklären, dass Sie da ein Stück weit die Dringlichkeit nur bedingt, Herr Kollege Rudolph, nur bedingt nachvollziehen. Heute am Ende der Tagesordnung, bei diesem Tagesordnungspunkt, ob das so angemessen ist, die Frage darf man zumindest einmal stellen. Die Entwicklung, und deswegen kommen wir jetzt direkt hier zur Sache und zu Ihrem Antrag, die Entwicklung der ganz persönlichen Einstellung zur Sexualerziehung gehört in erster Linie in die Familie. Und das darf man, und das geht auch aus der Richtlinie, aus dem Lehrplan zur Sexualerziehung sehr deutlich hervor. Die Auswirkungen von Sexualität auf die Gesellschaft und die Vermittlung der wissenschaftlich fundierten Sexualkunde umfasst auf der anderen Seite natürlich dann auch die schulische Bildung. Und dabei steht natürlich die Sexualerziehung im Spannungsfeld zwischen einerseits dem Recht der Eltern, aber andererseits dem Persönlichkeitsrecht des Kindes und dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. Sexualerziehung ist deshalb in einem sinnvollen Zusammenwirken von Schule und Elternhaus zu leisten. Und genau dieses gewährleistet der Lehrplan zur Sexualerziehung, meine Damen und Herren. Lerninhalte, Herr Kollege, werden entsprechend dem jeweiligen Alter und dem damit verbundenen Entwicklungsgrad der Kinder, der Jugendlichen, der Schüler vermittelt. Die Erziehungsberechtigten müssen, und das ist ganz wichtig zu betonen, rechtzeitig über die Lernziele, die Lerninhalte, die Lernmittel informiert werden im Rahmen von einem Elternabend und im Zusammenwirken von Schule, Eltern, Schulaufsichtsbehörden ist wie bisher konsequent darauf zu achten, dass es keine Ideologisierung und Indoktrination von Schülerinnen und Schülern gibt. Insofern haben Eltern jederzeit die Möglichkeit, gegen eventuelle Vorstöße vorzugehen, meine Damen und Herren. Und in der Tat, der Lehrplan Sexualerziehung stammt aus dem Jahr 2007. Ein Lehrplan, Herr Kollege, hat eine Laufzeit. Der Lehrplan ist Ende des Jahres 2012 ausgelaufen. Das bedeutet, wir waren gehalten, dort eine Anpassung vorzunehmen. Tatsache ist, innerhalb von 9 Jahren entwickelt sich Gesellschaft. Tatsache ist, im Laufe von 9 Jahren entwickeln sich die Medien. Tatsache ist,
Heute gibt es keinen 10-Jährigen mehr, der kein Handy hat, der keinen Zugriff zu einem PC hat und dort natürlich auf Seiten, die möglicherweise wirklich problematisch sind, auf Inhalte stößt. Und genau deswegen hat Schule auch da den Auftrag, dort die Dinge, die möglicherweise falsche Eindrücke erwecken, in ein richtiges Licht zu rücken, meine Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht hat im Übrigen dazu auch einen klaren Arbeitsauftrag gegeben. Dem kommen wir nach. Das Bundesverfassungsgericht hat aber andererseits auch in seiner Rechtsprechung fortlaufend auf das Indoktrinationsverbot hingewiesen, wonach Sexualerziehung in Zurückhaltung dementsprechend auch zu wahren ist. Das muss man deutlich sagen. Dort soll aber Offenheit und Toleranz natürlich im Vordergrund stehen, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen, das lang genauso, Herr Kollege, wie ich es gerade gesagt habe, klarer Maßstab auch im neuen Lehrplan ist die grundlegende Bedeutung von Ehe und Familie, meine Damen und Herren. Auf der anderen Seite sind nicht-eheliche Partnerschaften, Patchwork-Familien, aber auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften dort, weil sie gesellschaftliche Realität sind, abgebildet. Kommen Sie bitte zum Schluss. Zum Schluss, Herr Präsident, der letzte Satz sei mir noch gestattet. Dem wird natürlich damit Rechnung getragen. Dieser Lehrplan oder der Entwicklung, der tragen wir mit diesem Lehrplan Rechnung. Deswegen sage ich noch einmal, dass Sie heute Mittag auf den Gedanken kommen, hier einen dringlichen Entschließungsantrag zu platzieren, jetzt noch mit einem Drittel der Fraktionen anwesend sind, zeigt, wie weit weg Sie von Schule sind. Ich sage guten Morgen, SPD. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Unser Antrag ist weitergehend. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Es gibt eine alte Regel aus der Pädagogik. Wenn der Lehrer schweigt, werden die Schüler automatisch ruhig. So ist es. Ja, bis ich einmal Lehrer, immer Lehrer, Herr Kollege. Das Wort hat Herr Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Und die anderen sind wieder ruhig. Psst. Herr Kollege Bellino, bitte. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Ich habe das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Baden-Württemberg gibt es jetzt auch in Hessen einen neuen Lehrplan zur Sexualkunde. Wir alle haben uns ziemlich ruhig verhalten in den letzten Tagen. Nachdem wir gesehen haben, in Baden-Württemberg konnten wir eine sehr unschöne Debatte zum Thema Sexualerziehung in der Schule erleben. Die war dort so heftig umstritten wie kein anderes Thema seit Stuttgart 21. Man hört allerdings nicht erst seit heute, dass hinter den Kulissen auch hier in Wiesbaden es teilweise hoch hergegangen ist, wohl auch hier im Haus teilweise hoch hergegangen ist. Das ist typisch für den Kollegen Rudolph insbesondere, aber vielleicht auch für die SPD-Fraktion. Sie konnten der Versuchung natürlich nicht widerstehen, das hier jetzt noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen. Okay, das ist Ihr gutes Recht. Aber ich will versuchen, mich an der Sache entlang zu arbeiten. Was in der Sache gilt, ist, dass im Vorfeld nicht nur die katholische Kirche Bedenken angemeldet hat, sondern dass z.B. der Landeselternbeirat sogar komplett seine Zustimmung verweigert hat, die aber eigentlich nötig gewesen wäre, denn das Vorhaben war insoweit zustimmungspflichtig. Es wird dennoch umgesetzt per Ministerentscheid. Das ist ein Punkt, wo ich schon sage, das ist nicht sonderlich häufig, dass ein Ministerentscheid die Zustimmung einer so wichtigen Institution wie des Landeselternbeirates ersetzt. Deswegen lohnt es sich, dort auch genauer hinzuschauen. Der Landeselternbeirat stößt sich vor allem an der Forderung, dass diversen Lebensformen und Geschlechtern Akzeptanz entgegengebracht werden müsse. Die Mehrheit der Elternvertreter
Vertreter hielt den Begriff der Toleranz für geeigneter und musste sich dann vom Kultusministerium abspeisen lassen mit dem Hinweis, das ist für uns nicht verhandelbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein solcher Umgang mit einem Gremium wie dem Landeselternbeirat, das ist Politik nach Gutsherrenart. Wir entscheiden, und was andere meinen, interessiert uns wenig. Was der Hintergrund ist, wissen wir ja. Die GRÜNEN hatten es im Koalitionsvertrag durchgesetzt. Also musste jetzt vollzogen werden, egal was die beteiligten Unternehmen sagen. Ich sage ein sehr deutliches dazu, Herr Kollege Wagner, aber vor allem in dem Fall weniger an Sie gerichtet als an die Kollegen der SPD, aber auch an Sie. Wenn ein Thema ungeeignet ist für einen solchen parteipolitischen Schlagabtausch hier im Hause, dann ist es dieses Thema. Dann ist es auch die Frage, ob man unbedingt, wenn man zum Glück in Hessen eine relativ ruhige Diskussionsphase hatte, jetzt Demonstrationen durchführen muss, die dann Gegendemonstrationen bewirken, mit dem Ergebnis, dass es letztlich ähnlich unsachlich diskutiert werden wird, wie das in Baden-Württemberg der Fall war. Meine Damen und Herren, wenn es hier um die Begriffe Akzeptanz und Toleranz geht, dann sollte man sich mit denen auch einmal beschäftigen und vielleicht ein bisschen differenzierter, Herr Kollege Wagner, als Sie das getan haben. Das ist nämlich keineswegs das Gleiche. Und Toleranz heißt auch nicht etwa, irgendwas gerade so hinzunehmen, sondern es gibt auch ideengeschichtliche große Unterschiede zwischen beiden. Ich will hier nur einmal zitieren, damit wir nicht in eine Vorlesung kommen. Ich habe mir mal einiges rausgesucht dazu. Der Philosoph Michael Walzer unterscheidet allein fünf verschiedene Ausprägungen von Toleranz. Und demnach ist die stoische Akzeptanz eine Form davon. Die stoische Akzeptanz ist, definiert er, als die Einstellung, die Rechte der zu Tolerierenden aus prinzipiellen Erwägungen anzuerkennen. Man kann das zusammenfassen in der Aussage, andere Kulturen, andere Menschen sollen die gleichen Rechte wie ich haben. Ihre Lebensweise muss ich jedoch nicht unbedingt gutheißen. Und das gilt in alle Richtungen, egal welches meine Lebensweise ist. Dieser Begriff von Toleranz gewährt die Menschenrechte und die daraus resultierende Freiheit aus ganz grundlegenden Erwägungen. Der Begriff der Akzeptanz geht da ein Stück darüber hinaus, sodass die Erziehungsziele über die Inhaltsbestimmungen dieser stoischen Akzeptanz hinausgehen. Wenn wir das einmal versuchen, herunterzubrechen auf das, was hier bei uns stattfindet, dann muss man sagen, es ist richtig, dass jedes Kind und jeder Jugendliche in seiner Individualität angenommen und unterstützt wird. Kein Kind darf wegen einer familiären Situation, wegen geschlechtlicher Identität oder sexuellen Orientierung diskriminiert, ausgegrenzt oder gemobbt werden. Das sollte ein Selbstverständnis unserer Gesellschaft sein. Ich könnte jetzt eigentlich noch einiges dazu sagen. Die Zeit dafür fehlt. Ich weiß, dass der Präsident genau darauf achtet, zu Recht. Deswegen will ich zum Schluss nur sagen, die Toleranz muss gelebt werden. Sie darf nicht nur Ausdruck bloßer Lippenbekenntnisse sein. Und wenn es dann in der Einleitung des Lehrplans ziemlich zu Beginn heißt, entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist bei der Sexualerziehung Zurückhaltung zu wahren, sowie Offenheit und Toleranz gegenüber verschiedenen Wertvorstellungen zu beachten, dann ist das ein wesentlicher Punkt. Und gerade vor diesem Hintergrund, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist meine Conclusio, gerade vor diesem Hintergrund hätte den Bedenken des Landeselternbeirates im Beteiligungsverfahren deutlich mehr Rechnung getragen werden müssen. Eine Ministerentscheidung ist gerade in solchem Umfeld eine schlechte Antwort. Somit fördern Sie weder Toleranz noch Akzeptanz. Und deswegen ist die endgültige Feststellung, die Koalition hätte besser getan, wenn sie nicht per Ministerentscheid entschieden hätte, sondern bis zu einem vertretbaren Ergebnis verhandelt hätte. Die SPD hätte besser getan, wenn sie diesen Antrag heute hier nicht gestellt hätte. Wir werden uns bei beiden Anträgen enthalten, aus dem, was ich eben dargelegt habe. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich, für das Lob. Wenn ich genau pünktlich gewesen wäre, hätte ich Sie vor 61 Sekunden Ihre Rede beenden lassen müssen. Das Wort hat Herr Minister Prof. Dr. Lorz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Inwieweit uns diese Debatte hier in der Sache weiterbringt, darüber mag man vielleicht in der Tat unterschiedlicher Meinung sein.
Aber es ist eine gute Gelegenheit, um ein Thema, das ja nun eindeutig öffentliche Beachtung gefunden hat, auch hier in diesem Hause noch einmal zu thematisieren. Und dazu habe ich jetzt einmal einen Blick in die Geschichte geworfen. Denn mich hat doch interessiert, ist das, was wir hier gerade miteinander besprechen, ist das sozusagen etwas Neues? Ist da irgendetwas Umstürzlerisches passiert? Oder ist das sozusagen etwas, was bei diesem Thema quasi automatisch mitspielt? Und dazu kann man feststellen, dass es Sexualerziehung und natürlich auch entsprechende Richtlinien, Lehrpläne dazu mittlerweile seit 1978 in Hessen gibt. Das beruht übrigens auch damals auf einer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von 1977. Und seit 1978 bzw. seit 1983, da gab es eine Verordnung über Rahmenlehrpläne, sind natürlich, wie übrigens alle anderen Lehrpläne auch, diese Lehrpläne in regelmäßigen Abständen aktualisiert, angepasst, modifiziert worden. So im Bereich der Sexualerziehung das letzte Mal auch im Jahr 2007. Deswegen habe ich auch an anderer Stelle schon einmal gesagt, das ist eigentlich ein Routinevorgang. Ein Lehrplan, der wird nach knapp 10 Jahren auf den neuesten Stand gebracht. Aber gut, ich habe auch nachgeschlagen und gefunden, es wurde immer kontrovers diskutiert. Also ganz offensichtlich ist das bei diesem Thema nicht anders möglich. Und deswegen ist es auch insofern eine logische Konsequenz, dass es jetzt hier seinen Weg in den Hessischen Landtag gefunden hat. Ich habe gesagt, ich bedanke mich für die Gelegenheit, dann vielleicht ein paar Dinge noch einmal klarzustellen, die mir am Herzen liegen, was die Umsetzung, was auch die Balance, die in diesem Lehrplan drinsteckt, zum Ausdruck bringt und die wir aber auch in dem Antrag der Regierungsfraktionen wiederfinden. Ich möchte als allererstes betonen, das Wichtigste, eigentlich in der Pädagogik überhaupt, bei jeder Form von Unterricht, aber natürlich auch im Bereich der Sexualerziehung, ist das Kindeswohl, ist das Persönlichkeitsrecht des individuellen Kindes. Oder wie es hier auch formuliert ist, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Individualität angenommen und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden. Das ist die Prämisse, unter der alles steht, was in diesem Lehrplan steht. Und wir sind der Überzeugung, dass das in allererster Linie auch mit entsprechender, respektvoller Zurückhaltung gegenüber dem natürlichen Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder, so wie es auch in Artikel 6 Grundgesetz formuliert ist, gewährleistet werden kann. Und dass der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag natürlich auch nur in der entsprechenden Wechselwirkung mit diesem Erziehungsrecht der Eltern ausgeübt werden kann, aber auch ausgeübt werden muss im Interesse eben des Persönlichkeitsrechts und des Wohls des Kindes. Und deswegen, weil wir gerade bei Artikel 6 Grundgesetz sind, betonen wir natürlich auch weiterhin die grundlegende Bedeutung von Ehe und Familie, wie sie in dieser Verfassungsvorschrift drinsteht. Aber natürlich gehören nicht-eheliche Partnerschaften, Patchwork-Familien, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, eingetragene Lebenspartnerschaften genauso zur gesellschaftlichen Realität in Deutschland und das ist auch eine echte Aktualisierung, dazu gibt es viele neue Beschlüsse auch des Bundesverfassungsgerichts aus 2013, sie sind auch rechtlich anerkannt, meine Damen und Herren. Und beim Thema Anerkennung, da sind wir auch wirklich beim lateinischen Wort acceptare. Das ist einer der wesentlichen Punkte, die auch die Aktualisierung dieses Lehrplans an dieser Stelle getragen hat. Der Abg. Greilich hat mich natürlich in Versuchung geführt, mich jetzt sozusagen auch vorlesungsmäßig auf diesen Unterschied zwischen Akzeptanz und Toleranz einzulassen. Ich fand es aber sehr schön, dass Sie im Prinzip das Dilemma, was drinsteckt, selber perfekt zum Ausdruck gebracht haben, anhand des Philosophen Michael Walzel, den Sie zitiert haben, der ja selbst eine Spielart der Toleranz mit dem Wort Akzeptanz definiert. Und daran sieht man schon, dass diese Gegenüberstellung, diese Scharfe, eigentlich gar nicht angebracht ist. Weswegen übrigens auch beide Worte in dem Lehrplan Verwendung finden. Sie haben es zitiert. Da ist von Toleranz an einer Stelle die Rede und an anderer Stelle von Akzeptanz. Dann muss man aber doch auch sagen, dann lassen Sie uns vielleicht nicht auf die Worte konzentrieren. Das wäre, wie gesagt, Gegenstand für eine eigene Vorlesung, sondern auf das, was dahinter steht. Und das, was dahinter steht, der entscheidende Punkt für uns ist der, wir wollen einen offenen, einen wertschätzenden, einen diskriminierungsfreien Umgang in den Schulgemeinden herbeiführen. Wir wollen unseren Kindern vermitteln, dass wir als Gesellschaft keine Werturteile fällen, die auf der geschlechtlichen Identität oder der sexuellen Orientierung eines individuellen Menschen basieren, weil das die Angelegenheit dieses individuellen Menschen ist.
sehe mit Vergnügen Beifall im gesamten Haus, glaube ich. Wenn wir uns darauf verständigen könnten, dass wir das gut finden, dann wäre ich froh. Das wäre, glaube ich, auch ein würdiger Abschluss dieser Plenarwoche. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, zur Geschäftsordnung hat es gemeldet Frau Kollegin Dorn. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben gerade bei mehreren Rednern gehört, dass dieses Thema ungeeignet ist für den parteipolitischen Schlagabtausch und für parteipolitische Spielchen. Ich finde, es ist ein sehr gutes Signal nach außen, dass wir gerade gezeigt haben, dass wir im Ziel vollkommen einig sind. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die Anträge im Ausschuss beraten. Zur Geschäftsordnung auch Herr Kollege Rudolph. Herr Präsident, da die Demo ja auch ist am 30. Oktober und die Beratungen im Parlament in den Ausschüssen erst später sind, macht das keinen Sinn. Was Sie mit Ihrem Entschließungsantrag machen, ist Ihre Sache. Nach § 29 der Geschäftsordnung kann gegen den Willen der Antragsteller eine Ausschussüberweisung nicht stattfinden. Und deswegen beantragen wir entsprechend der Geschäftsordnung die Abstimmung über unseren Entschließungsantrag. Also erstmal, Sie brauchen es nicht zu beantragen. Es hat ja keiner beantragt, ihn abzusetzen. Ich stelle erst noch fest, dass der Antragsteller. Darf ich mal um Aufmerksamkeit bitten? Ich warte erst mal, bis wirklich Ruhe ist jetzt. Ich gilt auch für die Außenstehenden. Nächstes Mal gibt es eine klare Aussage der SPD-Fraktion, dass abzustimmen ist. Das ist mal ganz klar. Und jetzt kommt Herr Berliner. Auch nicht. Dann stelle ich fest, dass wir. Meine Damen und Herren, ich habe Zeit. Ich stelle fest, Frau Kollegin Dorn, dass da Ihr Petitum erledigt ist. Wenn es nicht zusammengeht, machen wir beide getrennt. Okay. Dann lasse ich abstimmen zunächst über den Tagesordnungspunkt 45, dem Dringlichen Entschließungsantrag der SPD mit der Drucksache 19-3836. Wenn dem zustimmt, bitte ich das Handzeichen. Das sind die Sozialdemokraten und die LINKEN. Gegenstimmen? Die GRÜNEN und die CDU. Und wer enthält sich der Stimme? Die FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich bitte schön, jetzt. Wir sind in der Abstimmung. Dann rufe ich auch zur Abstimmung den Top 46, den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, in der Drucksache 19-3888. Wer dem zustimmt, bitte ich mir das Handzeichen. Das ist jetzt CDU, Grüne, SPD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? FDP und LINKE. Dann ist dieser Antrag angenommen, meine Damen und Herren. Ich stelle jetzt erst. Ich habe noch nicht die Sitzung nicht geschlossen, bitte. Wir haben noch einige Dinge zu überweisen, oder wollen wir alles ins nächste Plenum schieben, meine Herren PGs? Alles ins nächste Plenum? Alles klar. Dann ist es so, dass die 17, 20, 21, 22, 39 diese Tagesordnungspunkte ins nächste Plenum gehen. Ich wünsche eine schöne Ferienzeit und ein gutes Wiedersehen. Danach auf Wiedersehen.